In diesem Video möchte ich ein Beispiel zeigen für Instanzen einer Klasse, die wiederum als Wert Instanzen einer anderen Klasse enthalten, also eine Art verschachteltes Objekt. Ich möchte das Beispiel anhand eines Rasters machen. Hier habe ich bereits 5x5 Zellen und das Ziel ist, dass ich in jeder Zelle wiederum einen Raster kriege. Ich werde jetzt diesen Code löschen und das von Grund auf aufbauen. Und bevor ich mir überlege, was ich hier für Klassen brauche, könnte ich einfach einmal so einen Raster herstellen. Dafür brauche ich einen doppelten Loop. Ich schreibe for let, ich beginne mit den Zeilen, let call gleich 0, call kleiner als, jetzt ist die Frage, wie viel. Vielleicht nehme ich einmal einen fixen Wert und sage 5. Und erhöhe den Wert nach jeder Iteration. Das wäre einmal das. Und dann könnte ich den zweiten machen, den zweiten Loop. Hoppla. Und die Iterationsvariable call ersetzen mit row. Jetzt habe ich hier noch ein a am Ende der Klammer, das sich eingeschlichen hat. Und dann sage ich, ich brauche eine Position auf der x-Achse. Und da multipliziere ich die Anzahl Spalten mit der Breite der Zelle. Und auch hier muss ich wieder nachdenken, was gibt 400 geteilt durch 5? Das ist ein bisschen mühsam, das könnte ich errechnen lassen, aber ich probiere es mal im Kopf. Und dann das gleiche für y mit der Anzahl Zeilen. Und es ist hier ein bisschen spitzfindig, zwei verschiedene Iterationsvariablen, call und row, zu verwenden, wenn ja der Wert eigentlich gleich ist. Aber ich mache es noch gerne so, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt möchten wir vielleicht einen breiteren Raster, also mehr Spalten als Zeilen oder umgekehrt. Und jetzt versuche ich Rechtecke zu zeichnen. Das hat hier kurz aufgeblitzt, weil natürlich sofort der Background in der Draw-Funktion darüber gezeichnet wird. Jetzt könnte ich anstelle, ich könnte zum Beispiel eine Variable machen, natürlich wird sie in jeder Iteration wieder überschrieben, aber den Wert dieser Variable könnte ich dann in einen Array hineintun. Und das ist jetzt nicht die superklarste Schreibweise der Welt. Also auf der rechten Seite des Doppelpunkts ist jeweils der errechnete Wert die Variable x und y aus den Zeilen 7 und 8. Und links des Doppelpunktes, das x hier, das ist die Eigenschaft des Objekts, das ich hier generiere. Das ist korrekte Schreibweise und es ist gebräuchlich, das so zu machen. Aber vielleicht ist es klarer, wenn ich hier sage, Pos x und Pos y. Und dann hier, wo ich die Werte an die Objekteigenschaft übertrage, dass ich das dort so übernehme. Das ist vielleicht weniger verwirrend. Gut, jetzt habe ich so ein Objekt und dieses Objekt könnte ich in einen Array hineintun, den mache ich außerhalb des Scopes der Setup-Funktion, damit ich ihn auch in der Draw-Funktion verwenden kann und sage let grid. Und dann könnte ich hier sagen grid push pos. Und dann schaue ich in der Konsole,
Und da gibt es ein Array mit 25 Einträgen. 25 klingt gut, das ist 5 mal 5. Und dann sage ich in der Funktion draw for let i gleich 0. Ich nehme wieder i, weil es als Index dienen soll. Dann macht i immer Sinn. I kleiner als grid length. I plus gleich 1. Und dann kann ich sagen, grid. Ah, Moment mal. Ich wollte natürlich schon schreiben, grid show, aber das geht natürlich hier noch nicht. Ich könnte schreiben, let current cell gleich grid und dann in eckigen Klammern der Index und dann ein Rechteck zeichnen. Rect current cell x. Current Cell ist jetzt immer ein Objekt, weil in Grid ist eine Reihe von Objekten drin. Also Grid, rechteckige Klammer i, es gibt mir immer ein Objekt drin und im Objekt hat es ein x und ein y. Also kann ich die Punktschreibweise nutzen, um an diese Werte x und y heranzukommen. Current Cell y und dann auch hier einmal den fixen Wert 80. Und jetzt habe ich hier offensichtlich ein Problem, auf das ich nicht vorbereitet war. Jetzt muss ich hier kurz debuggen. Vielleicht schaue ich hier mal in diesen Array hinein. Das schaut etwas seltsam aus. Ah, ich sehe es. Ich habe auf Zeile 13, du hast es wahrscheinlich schon von Anfang an gesehen, ich habe pos y statt pos x geschrieben. Und jetzt stimmt's. Jetzt entferne ich hier etwas Weißraum. Okay. Also das ist eigentlich so das, was ich brauche, um die ersten Zellen zu kriegen. Und die erste Klasse, die ich schreibe, die soll genau solche Zellen zeichnen. Also die wird ziemlich genau gleich aussehen wie der Code, den wir bis jetzt haben. Ich werde einfach einen Teil davon in eine Klasse verschieben. Und ich nenne diese Klasse Cell. Schreibe die Constructor-Funktion. Und dann hat die Zelle bestimmte Eigenschaften. Ich möchte, dass die Zelle eine Position hat, damit ich diese Zellen in einen Array hinein tun kann und später hervorholen kann und im Objekt die richtigen Angaben habe, um die Zelle an ihren Stammplatz zu zeichnen. Darum schreibe ich this pos und pos soll ein Objekt mit x und y erhalten, wo die Positionsdaten drin sind. Und das muss ich offensichtlich über die Argumente der Constructor-Funktion, also offensichtlich ist es wahrscheinlich nicht, Entschuldigung, aber in diesem Fall bietet es sich an, diese Positionsdaten als Argumente aus dem Setup-Loop zu übergeben. Also schreibe ich hier oben mal ein Argument pos hinein und werde dort so etwas hineintun wie hier. Also das, was ich hier in den Grid Array hineinpushe, das soll in diese Constructor-Funktion hinein als Argument. Und dann möchte ich, dass ich auch im Objekt drin stehen habe, wie breit diese Rasterzelle ist. Darum sage ich this size. Ich möchte hier nicht zwischen Breite und Höhe unterscheiden. Und hier nehme ich auch an, dass ich ein Argument habe, das mir das angibt. Und hier nehme ich jetzt die gleichen Namen. Also ich nehme pos und size als Namen der Argumente und kann das dann wie eine Variable benutzen, im Scope dieser Constructor-Funktion. Und
die Namen der Eigenschaften, die dann die Instanzen kriegen, die sollen auch POS und SEIS heißen. Also es gibt hier auf technischer Ebene keine Verwechslungsgefahr. Verwechseln kann ich es allenfalls, wenn ich das lese und es mich verwirrt. Aber auf der rechten Seite, das ist ein variabler Wert, den ich aus den Argumenten kriege. Und das auf der linken Seite, das sind dann die Namen der Eigenschaften des Objektes. Also wenn ich als Argument POS ein x mit 10 und y mit 20 und size 30 übergebe, dann wird die Instanz die Eigenschaft POS haben mit einem Objekt mit x 10 und y 20 und eine Eigenschaft mit dem Namen size mit dem Wert 30. Das sollte im Moment reichen und dann sage ich, es gibt eine Methode, um die Zelle zu zeichnen und die heißt wieder einmal Show. Und dort wird ein Rechteck gezeichnet mit dispos x und dispos y und dis size als Ausdehnung. Und das müsste eigentlich fürs Erste reichen. Und jetzt werde ich zuerst einmal gewisse Dinge abschalten, zum Beispiel diese Zeile und diese Zeile. Und Zeile 22. Und jetzt generiere ich nicht ein Objekt, das ich in den Array Grid hineinpushe, sondern du erinnerst dich, diese zwei Loops, die errechnen quasi die Positionen der einzelnen Rasterzellen. Und mit jeder Position, die ich hier kriege, mache ich eine neue Instanz der Klasse Cell. Also sage ich, Let new cell zum Beispiel gleich new cell und dann brauche ich eben die Argumente pos und size. Und pos, das habe ich hier schon. Jetzt wird es wirklich langsam etwas redundant mit den Namen. Vielleicht muss ich das doch wieder ändern. Und die Größe ist 80. Das sollte ich dann irgendwann noch etwas eleganter lösen, dass es nicht hart gecodet ist, also dass es hier auch einen variablen Wert gibt. Also, ich habe jetzt vorhin schon diese Variablen x und y in pos x und pos y umbenannt und darum könnte ich jetzt konsequenterweise auch pos vielleicht in pos cell umbenennen, damit das nicht alles überall gleich heißt. Okay. Also wenn wir nur die allererste Iteration anschauen, dann wird call 0 sein und row wird auch 0 sein. Und dann wird pos x 0 mal 80 sein und pos y 0 mal 80. Also kriege ich dann ein Objekt pos cell x Doppelpunkt 0. Y Doppelpunkt 0. Und dieses Objekt übergebe ich an diesen Aufruf der Klasse Cell und sage New Cell mit dem Objekt x 0, y 0 und dem zweiten Argument 80. Dann geht das hier an die Constructor-Funktion und dann ist dieses Argument POS. Wird zu einer Art Variablen, die wir hier auf Zeile 3 benutzen und enthält das Objekt x0, y0. Und das Argument size wird zu einer Art Variablen, das wir hier drin benutzen können und enthält den Wert 80. Und damit wird eine Instanz generiert mit den Eigenschaften pos, x0, y0 und der Eigenschaft size mit dem Wert 80. Und diese Instanz wird an die Variable newCell zugewiesen.
Und das ist, was ich jetzt in den Array hineinpushe. Und wenn ich jetzt den Array Grid anzeigen lasse und das aufklappe, dann sehe ich hier eine Reihe von Objekten, 25. Und das erste, wenn ich das hier aufmache, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, das in der ersten Iteration generiert wird. Das hat eine Eigenschaft Pause. Es ist ein Objekt mit den Werten x, also mit den Eigenschaften x Wert 0 und Eigenschaft y Wert 0. Und im zweiten Objekt ist es dann x 0 und y 80. Und das dritte ist x 0, y 160. Das irritiert mich ein klein wenig, weil ich eigentlich davon ausging, dass ich von links nach rechts gehe und nicht von unten nach oben. Und vielleicht habe ich immer noch irgendwo, ach so, ich sehe es. Auf Zeile 16 habe ich zuerst die Spalten und dann habe ich die Zeilen. Also baue ich den Raster in senkrechten, aufsteigenden Kolonnen auf, aber das ist eigentlich okay. Hauptsache, es ist gerastert. Jetzt habe ich einen Array voller Objekte, alles Instanzen der Klasse Cell. Und wie gehabt kann ich in der Draw-Funktion durch diesen Array iterieren, einen Loop machen, der diesen Array durchgeht. Und diese Zeile 31 let current cell gleich grid i, das kann ich so lassen, das wird dann ein Objekt kriegen. Und die Zeile 32, die kann ich eigentlich auch so lassen, das wird auch funktionieren, es wird ein Rechteck gemacht, current cell enthält in diesem Moment die Instanz von cell und die hat, ach so, es geht eben nicht, die hat zwar ein x und ein y, aber das x und das y, die stecken in der Eigenschaft pos, also muss ich hier schreiben pos x und hier pos y. Und die 80, die kann ich hier rausnehmen, weil die kriege ich auch aus dem Objekt raus, current cell size. Gut, und bevor ich jetzt weitermache und den Subraster definiere, und dafür werde ich eine zweite Klasse benötigen, jetzt könnte ich mich mal darum noch kümmern, dass dieser Wert 80 überall hard gecodet ist. Ich könnte eine Variable im Setup definieren, die angibt, wie viele Zellen und Spalten es gibt. Ich könnte zum Beispiel sagen, grid size gleich, jetzt hatte ich 5, das können wir übernehmen, und dann mal die 5 hier überall ersetzen mit grid size. Und dann könnten wir eine zweite Variable nehmen und sagen let cell size, und das wäre dann die Breite und die Höhe geteilt durch 5. Und hier mache ich jetzt einfachheitshalber nur die Breite und ignoriere die Höhe und hoffe, dass ich das später nicht bereue. Ich teile die Breite durch Grid Size. Das gibt mir Cell Size, das müsste jetzt im Moment 80 sein. Cell Size. Ah, das ist jetzt natürlich nur im Scope von Setup definiert und das kriege ich hier nicht in die Konsole. Aber ich vertraue mal darauf, dass es stimmt und schreibe hier Cell Size und hier auch und hier auch. Und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, kann ich auch sagen, ich möchte ein 10er Raster oder ich möchte nur 2 Spalten und 2 Zeilen und das müsste immer klappen. Oder 3. Soweit, so gut. Jetzt ist das Ziel, dass jede Zelle wieder unterteilt wird. Um eine Rasterzelle weiter zu unterteilen, können wir genau gleich vorgehen wie bisher und müssen hier keine anstrengenden Überlegungen anstellen. Also genau gleich wie bisher bedeutet, jedes Objekt, also wir können ja
sagen, dass jedes Quadrat hier ist eine Zelle, ist ein Objekt, eine Instanz der Klasse Cell. Und jedes dieser Objekte soll jetzt wieder einen eigenen Raster enthalten. Für den globalen Raster oder den bisherigen Raster hatte ich ein Array auf Zeile 11. Und wir machen jetzt genau das Gleiche in der Zelle drin und sagen, diese Zelle soll ihren eigenen Raster haben. Oder vielleicht könnte ich sagen Subgrid anstatt Grid. Und das ist ein leerer Array. Und jedes Mal, wenn ich eine Instanz aus dieser Klasse mache, jedes Mal, wenn ich ein neues Objekt generiere, dann kriegt dieses neue Objekt ihren eigenen Raster. Der ist jetzt im Moment leer und auch diesen Raster möchte ich befüllen mit Zellen. Und eigentlich, wenn ich das so anschaue, brauche ich hier nicht einen Array. Was ich eigentlich hier machen möchte, ist so etwas. Ich möchte, es gibt natürlich jetzt eine Fehlermeldung, weil es die Klasse Grid nicht gibt, aber ich möchte, dass meine Zelle eine Eigenschaft Subgrid hat und dass dort drin ein weiterer Raster hineinkommt. Oder ich könnte natürlich auch hier sagen, die Klasse soll nicht Grid heißen, sondern Subgrid. Und wahrscheinlich werde ich auch hier einige Argumente brauchen, zum Beispiel eine Breite. Und ich könnte das gleich schon so einrichten, dass die Dimensionen der Zelle hier übergeben werden. Also die Breite und die Höhe der Zelle werden hier als Argument übergeben. Und jetzt baue ich diese neue Klasse und sage Class Subgrid. Schreibe die Constructor-Funktion. Und jetzt weiß ich schon, dass ich ein Argument kriege. Das kann ich hier gleich übernehmen. Ich nenne es auch hier Size. Und das weise ich gleich einer Eigenschaft zu. Und jetzt mache ich hier den Array und sage this cells. Und den muss ich jetzt befüllen. Und auch hier gäbe es die abenteuerliche Variante, diesen Array mit Instanzen der Klasse Cell zu befüllen. Aber ich denke, ich werde das hier sein lassen, aber ich lade dich herzlich ein, das auszuprobieren. Es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, außer dass das Browserfenster abstürzt. Jetzt ist noch die Frage, was machen wir für einen Raster? Und hier könnte ich, ähnlich wie auf Zeile 24 und 25, das kann ich ja mal kopieren, hier könnte ich solche Dinge definieren wie, wie viele Spalten und Zeilen hat dieser Raster und wie groß ist denn eigentlich die einzelne Zelle. Anstatt let schreibe ich this und vielleicht sage ich cells. Aha, das ist natürlich blöd, das habe ich schon. Dann sage ich cell number. Oder ich mache es ganz brachial und sage Row Calls, weil ich meine die Anzahl Rows und Calls. Und ich sage nicht 3, sondern ich möchte hier einen zufälligen Wert, den ich runde, weil ich eine ganze Zahl will. Und dann sage ich random mindestens 2 und höchstens 9. Und hier schreibe ich Cell Size als Eigenschaft, die mir angibt, wie groß ist denn so eine Zelle. Und hier drin
im Objekt oder in der Instanz von Subgrid möchte ich nicht die Breite des ganzen Canvas als Grundlage für diese Rechnung nehmen, sondern die Breite der Zelle, in der der Subgrid drinsteckt. Und das habe ich ja als Argument übergeben. Ich muss schreiben, this size geteilt durch this row calls. Ich bereue jetzt schon, dass ich diesen Namen gewählt habe, aber es ist hoffentlich schon das letzte Mal, dass ich ihn brauche. Oder auch nicht. Weil jetzt muss ich natürlich den Cells, this Cells Array befüllen. Und auch hier kann ich zurückgreifen auf was ich bereits habe, nämlich diesen verschachtelten Loop. Das ist das, was wir jetzt in einer einzigen Zelle drin machen. Und jetzt muss ich hier alle Namen anpassen. Die Iterationsvariablen kann ich so verwenden. Wir sind hier in einem eigenen Scope und es wird keine Konflikte mit dem Setup-Scope geben. Aber Grid-Size gibt es hier nicht, sondern hier wird es heißen this row calls und auch hier unten, das ist dasselbe. Und hier heißt es nicht cell size, sondern this cell size. Da auch. Und dann müsste ich die Positionen der Mini-Zellen, also der Zellen in den Zellen drin, kriegen. Es gibt dann so ein Objekt. Und hier generiere ich aber jetzt nicht, das ist eben das Gefährliche dann oder das Spannende, hier noch einmal Instanzen der Klasse Cell zu generieren und hier drin zu verwenden, aber das lasse ich jetzt erst einmal sein. Sondern hier tue ich effektiv nur das Objekt in den Array hinein. Und zwar nicht in den Array Grid, sondern this Cells. Und hier könnte ich mich ja etwas kürzer fassen. Direkt das Objekt pushen und das nicht den Umweg über eine Variable machen. Theoretisch habe ich jetzt alle Zutaten. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es funktioniert. Außerhalb der Constructor-Funktion mache ich auch hier eine Methode namens Show. Und die soll dazu dienen, Rechtecke zu zeichnen für jede Zelle dieses Subgrid. Und da mache ich eine Iteration durch diesen this cells array. Schreibe let i gleich 0, i kleiner als this cells, die Länge davon. Und nach jeder Iteration 1 rauf. Und dann ist die gegenwärtige Zelle in jeder Iteration, auch das kann ich gleich machen wie im Drawloop, this cells mit der Iterationsvariable kriege ich jeweils hoffentlich die richtige Position und damit mache ich ein Rechteck und die Breite ist this cell size. Und diese Methode, die rufe ich auf, im Grunde genommen in der Funktion draw. Also ich gehe ja da durch den Array, durch der die großen Zellen, also hier diese 9 Zellen enthält. Und jedes Mal, wenn ich in einer dieser Zellen drin bin,
Wenn ich das Objekt habe, das diese Zelle definiert, dann rufe ich von diesem Objekt die Methode draw auf. Wobei ich jetzt gerade merke, dass ich das natürlich genau nicht tue, sondern seit Beginn dieses Programms. Und ich ziehe den Hut vor allen, die sich die Haare raufen, schon die längste Zeit und darauf warten, dass ich das merke. Ich zeichne ja die ganze Zeit gar nicht mit der Methode, sondern ich habe hier ein Rechteck drin, was natürlich totaler Humbug ist. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Programm einwandfrei läuft. Jetzt schalten wir das einmal ab. Es stimmt ja im Grunde genommen schon. Es stimmt, ich habe das ja so geändert. Ich war ja da und habe Pose X und Pose Y hier ergänzt und Size. Also ich gehe ja schon in die Objekte rein. Aber das ist im Grunde genommen nicht das, was in objektorientierter Programmierung getan wird. Dass aus den Objekten einzelne Werte herausgezogen werden und damit etwas gebastelt wird. Sondern wir gehen davon aus, dass jedes Objekt ein Interface hat und das Interface erlaubt mir, mit dem Objekt zu interagieren. Also das Interface in diesem Fall wäre die Show-Funktion. Nämlich, dass ich sage Current Cell Show und nicht so etwas Unordentliches wie das da oben. Gott sei Dank, es hat funktioniert. Und jetzt komme ich auf das Subgrid zurück. Immer wenn ich eines in der Iteration das richtige Objekt vor mir habe, also das aus dem Grid Array mit dem Index, den die Variable i hier angibt, ein Objekt herausgezogen wird, zeige ich das an und es wird das Rechteck gezeichnet. Also das, was auf Zeile 8 steht. Das ist dieses Rechteck, das hier gezeichnet wird. Und am gleichen Ort möchte ich dafür sorgen, dass das Subgrid gezeichnet wird. Also schreibe ich auch hier this Subgrid show. Und das ist jetzt ganz ermutigend. Ich sehe hier schon so ein Subgrid. Eigentlich müsste das jetzt so weitergehen in allen Zellen. Das ist einfach die erste da oben. Und ich habe eine Fehlermeldung. Da steht Reference Error, Cell Size is not defined. Interessanterweise ohne Angabe der Zeile. Aber ich könnte das ja mal suchen. Vielleicht habe ich das Wort this irgendwo vergessen. Das ist jetzt seltsam, dass dieser Fehler auftritt, nachdem ein Subgrid gezeichnet wurde. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Grid-Variable anzuzeigen und dieses mittlere linke Rechteck, das müsste das zweite im Array sein. Und da gehe ich mal rein und schaue mir das Subgrid an. Das Subgrid ist ein Objekt, es hat eine Size, es müsste zwei Spalten haben und zwei Zeilen. Und es hat auch Zellen. Und zwar eine, zwei, drei, vier. Also zwei Spalten, zwei Zeilen, das sieht eigentlich gut aus. Ah, jetzt habe ich es. Es ist der klassische Fehler passiert. Das Subgrid hat ja keine eigene Position. Das Subgrid hat nur eine Breite. Und was hier passiert ist, dass jedes Subgrid vom Nullpunkt aus gezeichnet wird, also jedes Subgrid wird in der ersten Zelle des übergeordneten Rasters gezeichnet. Was ich hier tun muss, ist, dass ich, bevor ich das Subgrid anzeigen lasse, dass ich den Nullpunkt verschiebe, und zwar an diesen Ort, an die Position der jeweiligen Zelle.
Und das ist gut und schön, aber wenn ich den Nullpunkt verschiebe, muss ich immer aufpassen, weil das verschiebt sich ja kontinuierlich und dann bin ich nicht mehr im Canvas drin. Wenn du einen gut aufgelösten Bildschirm hast, siehst du hier noch haarfein die Linie der nächsten Zelle, die schon außerhalb des Canvas liegt. Also muss ich hier, bevor ich Translate schreibe, muss ich den Nullpunkt speichern und ihn dann wiederherstellen mit Push und Pop. Und jetzt bin ich soweit wie zu Beginn dieses Videos. An dieser Stelle gibt es ästhetische Fragen, die wir uns stellen können. Zum Beispiel, was ist die kleinstmögliche Rasterung? Wie treffen die Linien aufeinander? Wie wäre es möglich, mehr Weißraum zu schaffen und so weiter? Die wichtigste Frage ist aber, was in der einzelnen Rasterzelle geschieht. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt probierst, selber eine zusätzliche Klasse zu schreiben, die in so einer Rasterzelle drin etwas zeichnet oder eine Animation herstellt, vielleicht ein Pong oder vielleicht eine Lissajous-Kurve. Ich werde selber versuchen, einen Vorschlag zu machen in meinem nächsten Video.